Ja, klasse. Ein Liter Benzin. Nicht mal. kannst du ein... Die Autofahrer, ey. Dann kannst fast du einen halben Hamster. Kurzstrecke. Herzlichen Glückwunsch. Noch. Ja. Oh mein Gott. Wie viele Capri-Sonnen sind das? Gute Frage. Zwei? Warte mal, wo? Fast drei, ne? Gibt's jetzt erst einen Capri-Sonnen? Zehnerpack. Kriegst du vier, oder? Anteilig. Jo, at rest. Haben wir es gehört. Nice. Stuttgart, huhuhu. Keine Hannoveraner heute hier. Keine Hannoveraner heute hier. Nee. Kommen ja eh nur noch Berliner. Ja. Hier hat es in Berlin gesehen. Das macht Spaß. Junge, die Affe. Lol. We read that wrong. Bitte, bitte. Ich brauche frische Luft. Bis gleich. Bis gleich. Halt dein Maul, Alex. Ich lass mich hier nicht Allenen. Den Faustdruck machen? Werden hier Liegestütze fällig? Wer weiß das schon? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, nee. Nein. Mhm. Nee. Oh, ich bin heute den ganzen Tag, habe ich keinen einzigen Faustdruck gesehen. Nee? Nee. So nah beieinander sind wir hier im Skill alle. Ja. Niemand wird geforstet. Wobei Konzi Domme fast... 3-0, aber close. Konzi hätte Domme fast geforstet. Oh shit. Und Konzi mich im ersten auch fast gerade. Aber also irgendwie, ich habe ja zwei so richtig dumme frühe Devs gehabt. Und der zweite Rollweek. Ja, ja. Ich habe den anderen auch gesehen. Auf Stadium. Auf Stadium. In ein Stadion. Shit.
Konsti ist entgegen aller Erwartungen mit dieser Stage relativ comfortable, weil er mit den Plattformen halt geil rumwichsen kann. Ja. Oh, das war mehr so eine Smash 64 Recovery. Und dann gab es einen Rollback-Moment. Ja. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Irgendwie Internet-Connection. Ah, oh, und das ist der Stock. Ja, und das ist totgleich. Der gleichgültige Stefan. Ja, er hätte was machen können, aber hat sich nicht ganz getraut. Ein F-Tilt rauszuhauen ist auch ein bisschen laggy. Da ist man, wenn man im F-Tilt ist, dann ein bisschen hat man Angst vor dem Dings. Ja, natürlich, warum sollte er dann nie treffen? Das ist ja Konsti. Da hat man ein bisschen Angst vor dem Ledge Dash, wollte ich sagen. Oh, schön mit der Nair zurück, der Anti-Edgeguard Nair. Und Konsti führt hier in Game 3. Oh, das hätte sein können, aber Konsti mit einem guten Air-Dodge. Und das ist ein weiterer F-Throw und Konsti wieder mit der Nair. Domme war nicht ready, aber diesmal, ja, das muss es sein. Dann kommt er mit der Down-Smash um die Ecke, wie ein wahrer Falco-Spieler. Und die mag Konsti ja ganz besonders gerne. Becken im Hintergrund laufen gerade immer noch Windows-Updates. Oh, wirklich? Ja, wenn das halt so ein halbes Jahr nicht an war. Okay, 2-1 für Konsti hier. Er hat den Matchball für den Reset in seiner Hand. Stimmt, es war ein halbes Jahr, ne, 3 Monate, ne, seit Dezember. Ja. War es nicht an, stimmt, krass. Dezember oder November? Dezember. Es war kurz vor Nürnberg. Kurz vor Hypeness. Oh, und das ist es nie und das könnte der Stock sein. Ja, wenn er das Edgeguard kriegt und das muss es eigentlich sein. Nein, und Konsti kann es out. Ich glaube, er hätte einfach Edgehoppen können, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil es hier auch ein bisschen widescreeniger ist und da sieht es irgendwie ein bisschen anders aus, finde ich so. Also ich glaube, auf dem Fernseher hätte ich es erkannt. So. Ja. Dann gucken wir mal näher into Down Smash und wieder eine Rolle gereadet von Konsti. Konsti rollt wohl gern rein von der Kante. Das scheint mir eine Sache zu sein, die Domme relativ schnell adaptet hat. Ich habe das Winners Final Set nicht gesehen. Also ich habe das letzte Match gesehen und dachte, das wäre das zweite, aber es ging wohl richtig schnell. Ja, 3-0. Ja. 3-0. 3-0 und ein Handshake. Das finde ich aber fair, dass da wenigstens wieder die Captain Falcon Smash 64 Recovery, diesmal hat es geklappt. Ah ja, okay, Fistbump, sehr gut. Ja, Corona Set. Okay, und Domme gleicht aus. Das war ein relativ schwieriger Stock. Domme hat richtig lange dran geackert, aber wurde auch sehr wenig getroffen, muss man sagen. Ne? Also Konsti hat ja einen Early Lead bekommen und ja, finde ich nicht schlecht. Wie Domme sich da zurückgearbeitet hat in das Match, aber da müssen wir mal gucken, ob er Konsti jetzt, oh schon wieder, genug Momentum wegnehmen konnte, sodass er das Set ausgleicht. Oh mein Gott, Dicker. Oh, Konsti ist wieder reingerollt, aber Domme war diesmal nicht ready, aus irgendeinem Grund. Wenn man es so oft macht, dass du das nicht mehr erwartet. Fourth time's the charm. Oh, das könnte sein, das könnte schon der Stock sein. Ah, Konsti hat noch eine Down-B, aber das ist eigentlich gefährlich mit der Down-B. Oh, aber Domme zu schlecht am Edgeguard. Und Konsti schafft es zurück auf die Stage. Alex hat hier den Edgeguard gehabt. Domme geht für die Reaction-Tech-Chases und kriegt genau nichts daraus. Ey, es ist ein Prozess, sag ich mal. Ja. Sieht mir hier aber eher danach aus, als würde das Set ausgeglichen werden und dann hat Domme wieder das Turnier in seiner Hand. Das ist Counterpick, ja. Nee, das ist Dommes Counterpick. Ach so. Ja, danach ist Counterpick. Ja. Ja, er wird dann auf, weiß nicht, auf was wird er dann gewinnen müssen, auf Dreamland nehme ich an. Oder war Dreamland die erste? Nee, Battlefield war die erste, ne? Nice. Konsti kommt rechtzeitig an die Kante. Ich glaube, Domme hat erstes Game gewonnen, ne? Ja, aber es war, glaube ich, war es Battlefield? Ja. Stadium, nein, das letzte war auf Stadium, oder? Ich weiß überhaupt nicht. Konsti hat zweimal gewonnen. Konsti hat auf Fountain gewonnen und dann auf Stadium, glaube ich. Deswegen glaube ich, die erste war Battlefield oder Dreamland, aber ich glaube, es war Battlefield. Anyway, Konsti auf seinem Weg zurück in dieses Game, aber naja. Konsti hat doch Battlefield. Okay. Game 2 war das, okay. Danke, Alex. Und fick dich, Alex, muss ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ja.
Ah, dann war das erste Dreamland. Ja. Mmh. Oh, der ist echt. Dann erwartet uns jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, Stadium. Oder er geht zurück auf Dreamland. Weil du mich geallent hast, Alex. Hier in diesem Chat, ich hab's gesehen. Erstes Game war Stadium. Ja, ja, ja. Und dann sind wir jetzt auf. Okay, dann geht Konzi zurück auf. Und die erste war Stadium, okay. Ja. Dann waren wir noch gar nicht auf Dreamland. Na, guck mal. Ja. Oh, shit. Oh, schöner Shorten. Oh. Ein O wird oft gefolgt von einem A. Die Melee Crowd in Dreamland. Einfach nur ein Uff. Der kann auch gleich den Chat sehen. Ja, guck mal, was von hilfreiche Tipps sind da. Ich wette nicht. Counter Down B. Falls du den Bot siehst. Was, Counter Down B? Mit Toad? Punish. Ach, Punish Down B. Stimmt, die Chat hat Counter. Ja, einen richtig guten auch. Hey, Down B ist Turner. Nein, aber Counter, also die Down B von Dings zu countern. Aber das ist komisch, das ist die einzige, wo Neutral B ein Counter ist, ne? Ja. Aber auch bei den neuen Teilen. Ich würde sagen, sogar Ultimate. Das wüsste ich jetzt nicht, weil ich glaube, hat nicht Greninja 5 Counter? Nein. Die Side B sieht so aus wie Counter. Oh. Ah, okay. Side B ist so ein Shadow. Ja. Neutral B ist. Ja, du hast recht, Alex. Aber ich glaube, er hat mich einmal mit der Down B getroffen. Also ich glaube nicht, dass das mein großes Problem ist. Ich sollte mich vielleicht darauf fokussieren, dass ich irgendwie, wenn ich immer gecornert werde, auch mal aus der Corner rauskomme. Oh, Domme diesmal nicht ready mit dem Grabby. Konzi lässt diesen Stock liegen. Ja, und es ist even. An even game. Du bist zu viel mind, du musst mehr hard denken. Du wurdest ein Buddy. Oh oh. Nippel? Nee, das war glaube ich. Aber er hätte doch eigentlich schon. Eigentlich hätte Left grabben können, schon fast. Hätte was machen können? Left grabben? Achso, ja. Dicker, wieso ist, also das ist ja wirklich unglaublich, wie diese Rollen gepunished werden, unfassbar. Domme ist einfach in seinem Arsch und da sind wir raus. Okay, Domme hat jetzt das Turnier in seiner Hand, letzter Stock für Konsti hier potenziell, das ist der letzte, den Domme ziehen muss, um das Turnier zu gewinnen, aber jetzt, ja, beide Spieler, letzter Stock, Setmatch verspricht ein spannendes Grand Final zu bleiben. Gucken wir mal, Domme ein bisschen an der Offense, aber jetzt konnte sie mit dem Opening, aber kann nicht viel draus machen. Und dann sehen wir, schöne Backer. Und dann geht er für den Read, aber Domme war ein bisschen langsamer an der Rolle. Ich glaube, er wollte vielleicht sogar schneller rollen und Konzi hatte den richtigen Riecher, aber wurde ein bisschen davon erwischt, dass Domme sich ein bisschen spät am C-Stick versucht hat. Du hast Text, Konzi nie kann. Er lockt sich wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich. Oh, da kommt ein Up-Tilt. Oh, Dash Attack, aber ja. Oh, er hat weiterhin. Weiterhin am Punish. Oh, und dann wollte er für die Scheinwehr gehen, aber die Bär hat nicht getroffen. Aber Konzi in einer beschissenen Situation. Und das ist er reingerollt. Und Domme hat diesmal diese Reinrolle nicht gepunished. Und jetzt sieht es natürlich eng aus. Und dann geht er wieder für die Down B. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Und dann No DI gegen die F-Smash. Und das ist es, Domme. Domme in der siebten Season von Jedo, der Inaugural Champion.